Die Mannheimer Maschinen sind auch regelmäßig am Rhein unterwegs. Trotz vieler Unkenrufe bleibt die 155 auch im beginnenden 21. Jahrhundert weiter im Rennen. Doch ein Kritikpunkt bleibt. Das hohe Lokgewicht von 123 Tonnen und die Achslast von 20,5 Tonnen. Böse Zungen behaupten, eine 155 lege sich die Gleise selbst. Nochmals kurz zur Geschichte. Bereits in den späten 60er Jahren zeigt sich, dass die Reichsbahnbaureihen E11 und E42 nicht den gestiegenen Anforderungen gerecht werden. Unter dem Arbeitstitel E51 beginnt die Planung einer sechsachsigen schweren E-Lok. Bis 1974 entstehen drei Prototypen der Baureihe 250. Die neuen E-Loks sind auf dem Stand der damals neuesten Technik. Stahlleichtbau mit einem gesickten Lokkasten und einer Tiefanlenkung der Drehgestelle. Nach Abschluss der Erprobungsphase beginnt 1977 die Serienproduktion. Wie bereits gehört, werden bis 1984 insgesamt 270 Maschinen von LEW Hennigsdorf gebaut. In den 2000er Jahren steigt das Güterverkehrsaufkommen wieder an. Oft hängen wieder Züge bis zur Grenzlast am Haken.